Vor kurzem habe ich ein Interview gesehen mit der Buchautorin Elizabeth Gilbert. Das ist die Dame, die Eat, Pray, Love geschrieben hat. Ein Welterfolg. Und es ging um die Frage, wie sehr man sich als Autor mit seinen Büchern identifiziert. Und sie sagte dann etwas, wie ich fand, sehr, sehr Kluges, was ich sofort auf mich, auch in meiner Rolle als Selbstständige, beziehen konnte. Sie sagte nämlich, es ist für alle Einzelselbstständigen oder kreativen Menschen eine ganz große Gefahr, sich übermäßig mit der eigenen Arbeit zu identifizieren. Sie brachte ein schönes Beispiel. Sie sagte, naja, viele Autoren sprechen ja, wenn sie von ihrem Buch sprechen, und es ist ein großes Buchprojekt, dann ist es mein Baby. Und ich kenne diesen Begriff auch. Ich habe auch schon mal gesagt, wenn ich ein ganz großes neues Konzept entwickelt habe, in das ich mich wochenlang hinein vertieft habe, das ist jetzt mein Baby, an dem ich arbeite. Und sie sagte dann, naja, wenn ich ein Buch habe, dann kann ich das auf den Boden schmeißen und drauftrampeln. Und auch ich mit meinem Konzept, ich kann auch dieses Konzept zerreißen und in die Tonne klopfen. Ein Baby, ja, mit dem würde ich das natürlich niemals tun. Und das Problem an dieser Überidentifikation ist natürlich, dass, wenn dann mal Kritik kommt, dass diese Kritik sofort mich trifft, messerscharf. Denn wenn ich ganz, ganz eng mit dem identifiziert bin, was ich tue, ja, dann betrifft es ja auch ganz eng direkt mich und tut umso mehr weh. Sie hat als Plädoyer an Kreative, an Selbstständige am Ende ihres Vortrags immer wieder gesagt, haben Sie eine gesunde Distanz zwischen sich als Mensch und Ihrer Arbeit als Produkt, welches Sie herstellen. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr kluge Idee ist und ich habe die für mich auch schon an verschiedenen Stellen umgesetzt. Die Kritik an meiner Arbeit ist Kritik an meiner Arbeit. Sie ist nicht direkt Kritik an mir als Person. Und das sauber voneinander zu trennen und die Überidentifikation zu vermeiden, das ist die Inspiration, die ich Ihnen heute mit in diese Woche geben möchte. Ich bin Stefanie Voss, Expertin für Kommunikation und Leadership und ich arbeite als Workshop-Moderatorin, als Vortragsrednerin und auch als Coach. Sie finden mich bei Xing, bei LinkedIn und bei Facebook und Sie finden ganz viele von diesen Videos auf meinem Videoblog www.leaderonmyship.com. Ich freue mich, wenn Sie meine Videos abonnieren oder auch weiterempfehlen an Freunde oder Bekannte. Last but not least, halten Sie das Steuer für sich immer fest in der Hand. Genau das macht Sie zum Leader on your ship. Bis bald.